Stell dir vor, der mächtigste Mann der Welt wäre dein Freund und du hättest seine Nummer. Ich habe was Besseres für dich. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge High Five. Kennst du dieses rote Telefon aus den Hollywood-Filmen, wo der amerikanische Präsident mit dem russischen Präsidenten direkt verbunden ist? Da, Premier Romanov hier. Nun, wir haben auch so einen heißen Draht, aber nicht zum Präsidenten der Vereinigten Staaten, das ist Kleinkram für uns. Nein, wir haben den heißen Draht zum Schöpfer des Universums. Und stell dir vor, wir dürften diesen Schöpfer sogar Papa nennen, ganz persönlich. Jeder kann das, der sein Geschenk angenommen hat. Und falls du das noch nie gemacht hast, dann möchte ich dich ermutigen, mach das. Es ist die beste Entscheidung deines Lebens. Dieser heiße Draht ist auch bekannt als Gebet. Und Gebet ist jetzt nicht so der Burner, nicht so der Trend Number One. Und viele Religionen, bei vielen Religionen ist es ja auch eine Pflicht zu beten. Man muss. Es ist mehr so ein, ja, ich habe noch etwas, um auf meiner Glaubens-To-Do-Liste abzuhacken. Aber das will Gott so nicht. Gott ist auch kein Wunschautomat, bei dem man einfach genügend beten muss und genügend gute Taten machen muss. Und dann erfüllt er einem auch alle seine Wünsche oder meine Wünsche. Nein, das ist er nicht, sondern Gott möchte mit dem Gebet Beziehung zu dir leben. Deswegen gibt er uns das Gebet. Wie es in jeder Beziehung der Fall ist, braucht es Kommunikation. Und diese Kommunikation soll sich ja nicht einfach nur darauf beschränken, dass man mit der einen Person zu tun hat, wenn man gerade etwas von ihr braucht. Genauso wie du auch, wenn du mit der Familie Zeit verbringst oder mit Freunden Beziehungen lebst, du nicht nur mit denen zu tun hast, wenn du etwas von ihnen brauchst, sondern, das hoffe ich zumindest, du triffst dich auch einfach so mit ihnen, weil du sie liebst und gerne mit ihnen Zeit verbringst. Und genau so ist es auch mit Gott. Aber wie können wir nun beten, dass es eben wirklich so eine Beziehung pflegt und nicht nur eine Zweckbeziehung ist? Nun, zum Ersten denke ich, ist es wichtig, dass wir, wie wir es in den Psalmen lesen, einfach echt vor Gott kommen. Wir müssen Gott nichts vorspielen. In den Psalmen lesen wir die Psalmen, das sind Gebets- und Liedersammlungen in der Bibel. Und wir lesen dort von Menschen, die einfach mit ihren Gefühlen und mit ihren Lagen, aktuellen Situationen zu Gott kommen. Sei das nur mit Wut, mit Freude oder mit Trauer. Sie kommen einfach so, wie sie sind, echt. Aber im Gebet soll auch etwas stattfinden. Im Gebet sollen wir auch vorwärts kommen in dieser Beziehung drin. Und häufig beschränken wir eben unser Gebet, zumindest ging mir das lange so, auf das Bitten und das Flehen. Wir kommen zu Gott, wenn wir in einer Notsituation sind. Oh Gott, bitte, gib mir doch endlich einen Job. Oder du siehst, ich bin schon lange Single, gib mir endlich meine Frau des Lebens. Und wir lassen dabei außer Acht, wie gut es Gott eigentlich mit uns meint. Es hört sich so an, als ob wir Gott davon überzeugen müssten, dass er uns etwas Gutes tut. Und je mehr wir beten, umso eher bringen wir ihn dann auch dazu, das zu tun. Dabei sagt uns Jesus zum Beispiel, dass Gott bereits weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn darum bitten. Und Paulus schreibt, dass uns alle Dinge zum Besten dienen müssen. Was heißt das also nun für unser Gebetsleben? Für mich heißt das, dass ich mit einem dankbaren Herz vor Gott kommen will, denn ich weiß, er sieht, was ich brauche und ich weiß, dass er, egal wie problematisch die Situation momentan gerade sein mag, er wird diese Situation zum Besten wenden und sie wird mir zudienen müssen. Und ich glaube, das ist etwas vom Besten, das wir im Gebet erleben können, mit einem dankbaren Herzen vor ihn zu kommen und zuversichtlich erwarten, dass er uns durchs Leben trägt und wir ihm einfach darin vertrauen dürfen. Und deswegen meine Challenge an dich, nimm dir kurz Zeit und schreib dir 20 Dinge auf, für die du Gott dankbar bist. Dankbar für das, was er in deinem Leben bereits getan hat, für das, was er gerade am Tun ist und auch dankbar zu sein für die Dinge, die noch ein Problem darstellen, Situationen, die für dich noch spannungsgeladen sind und danke ihm, dass auch diese Dinge dir zum Besten dienen müssen. Also,
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Kann ich anfangen? Ja. Aha.